Wir machen einen großen Schnitttest und zwar mit dem Kalaschnikow Out of the Front 42A-konformen Rettungsmesser. Und zwar, wir schneiden einen Gürtel, wir schneiden Textilien, Sicherheitsgurt und auch Holz. Denn das Teil ist auch für den Outdoor-Bereich, auch wenn du es mir nicht glaubst, auch für den Outdoor-Bereich durchaus brauchbar. Wenn du wissen willst, was ich damit meine und warum ich der Meinung bin, dass das cool ist, man bleibt dran. Ja, hallo und willkommen, das ist der René Rossmann. Schön, dass du am Survival Shop Kanal dabei bist. Out of the Front Öffner. Das ist ein Rettungsmesser von Böker. Ein Kalaschnikow nennt sich das Ganze im D2 Stahl. Ist ein Out of the Front. Das heißt, durch das Bedienen des Hebels darf man das ganze Teil oder kann man das ganze Teil einsetzen. Ist eine Klinge drauf, ein Gurtschneider, werden wir uns dann gleich anschauen. Und ist 42A konform in Deutschland. Was bedeutet das? Weil es keine Stichwaffe oder so irgendwas ist, sondern ein Rettungswerkzeug, kannst du das, darfst du das kaufen, besitzen, mit dir führen. Wir haben natürlich billige Eigenwerbung, eine eigene Scheide dazu gemacht. Hier direkt aus der René-Rossmann-Werkstatt, da hinten wird das produziert, mit einer dazugehörigen EDC-Lampe, aber billige Eigenwerbung aus. Wir wollen dieses Messer jetzt im Detail testen und das tun wir natürlich auch, mag aber noch eine Sache festhalten. Ich habe hier ein anderes Out of the Front OTF. Dieses in Österreich ganz legal. Ja. Das hat eine Spitze und dadurch ist es in Deutschland ein verbotener Gegenstand. Hier in Österreich ist es wurscht. Dieses hier hat keine Spitze. Ja. Es gibt einen BKA-Bescheid. Gib dir den Link in meinen Shop, dort kannst du das anschauen. Das heißt, das Ganze ist in Deutschland legal. Okay? Und jetzt wollen wir uns anschauen, was es drauf hat. Ich meine, du kannst dir insgesamt die Frage stellen, wozu ein Out of the Front. Ja? Ich habe jetzt Handschuhe an und du siehst, das ist ziemlich einfach und gut bedienbar und machbar. Und ich bin jetzt kein ich bin kein professioneller Ersthelfer, so muss man sagen. Und Feuerwehrmann oder etc. pp. Und daher weiß ich natürlich nicht, wie relevant das wirklich ist, dass man schneller zum Ziel kommt, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, und das weiß ich vom Messerarbeiten in allen Bereichen, es ist gut, dass man es wieder sofort einfahren kann und weiterarbeiten kann. Das heißt, dieses Ein und Aus ist für ein Rettungsmesser, meiner persönlichen Ansicht nach, aber schreib mal gerne einen Kommentar, wenn du das anders siehst, durchaus brauchbar. Das heißt, ich mache jetzt meine Arbeit und danach fahre ich wieder ein. Es gibt natürlich auch andere Rettungsmesser, wie zum Beispiel dieses Victorinox-Tool hier. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das 42A konform ist, weil es ja automatisch arretiert und auch eine Spitze hat. Also da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich 42A konform ist. Aber gut, das kann ich auch öffnen und ich kann es dann auch wieder mit einer Hand schließen. Aber wie du siehst, das dauert einfach alles länger und ich bin geübt bei der ganzen Sache, aber mit Handschuhen schwieriger. Dafür muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ich habe hier einen Glasbrecher mit dabei. Also ich zum Beispiel bei diesen Out of the Front von Kalaschnikow Böker nicht zur Verfügung habe und Flaschenöffner und so Geschichten. Das muss man halt auch einfach mal ganz klar dazu sagen. Ich will dieses Tool hier, dieses Rescue-Tool, nicht irgendwie schlecht machen. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe das seit vielen Jahren in mehrfacher Ausführung. Und auch da haben wir, das ist wieder natürlich, eine eigene Gürtelscheide dazu gemacht, weil ich der Meinung bin, dass das ein großartiges Tool ist. Aber man darf halt die zwei miteinander nicht vergleichen. Ja. Es ist einfach eine andere Welt. Gut, jetzt zu dem und ist offen und jetzt wollen wir mal was schneiden. Und zwar, ich habe hier einen Sicherheitsgurt. Das ist wirklich ein Material wie von einem Sicherheitsgurt. Das ist übrigens die Midgard René Rossmann Edition, also Midgard Tasche René Rossmann Edition. Die Eigenwerbung gibt es auch bei uns im Shop. Und dieses Teil hier, das ist wie ein Sicherheitsgurt. Jetzt möchte ich den Gurtschneider mal ausprobieren. So. Na, schneide nicht so einfach durch. Jetzt wollen wir natürlich was anderes probieren. Und zwar, jetzt wollen wir im Vergleich dazu uns das gute Victorinox-Messer anschauen. Gut, da gibt es auch einen eigenen Gurtschneider. Und zwar, der schaut so aus. Ich habe den übrigens schon einmal einsetzen müssen, aber das ist ein anderes Thema. Und kann auch hier, also ich kann da auch den Patienten sozusagen nicht verletzen. Ich glaube, Tantumgear, ich weiß nicht ganz genau, wer hier der Hersteller ist. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ich bin so, bei denen gibt es übrigens auch diese kleinen Teile hier und ich habe die auf der IWA 2022 besucht, aber ich habe es mit den Namen. Haben da anscheinend was eingebaut, dass sich das gar nicht so leicht durchschneiden lässt. Gut, okay, also
funktioniert bei beiden nicht so einfach. Jetzt werden wir noch einmal schauen. Ich werde einfach noch einmal schauen. Ah, jetzt habe ich den Dreh raus. Ah, es ist nicht der Hersteller von der Tasche und von diesem Gurt hier, sondern es ist der Reini, der den Unterschied macht. Ja? Dann jetzt hier mit dem, okay, also mit dem Wellenschliff geht das durch wie nichts, das ist ganz klar. Du kannst ja eigentlich, wenn du da jetzt einfädelst, ja, zwischen Körper, ja, und Haut, eigentlich kannst du da, wenn du so arbeitest, wenig kaputt machen. Warum? Weil diese Klinge, die ist schon ein bisschen aggressiver, also die ist schon aggressiver hier, das Teil, ja, wie du siehst. Aber wenn du das wie bei einer Verbandschere zwischen dem Menschen und das zu schneidende Teil reinbaust, hast du eigentlich kein Problem. Und daher glaube ich, dass das für ein Rettungsmesser auch gut überlegt ist. So, durchgeschnitten haben wir's. Wir haben das erste geschafft. Das war gar nicht das Messer. Jetzt wollen wir uns diesen Gürtel hier anschauen. Bei diesem Gürtel, vielleicht ganz interessant, und da ist jetzt auch was interessant. Und zwar, ich würde jetzt wirklich gerne, und ich habe es halt runtergenommen für dieses Video hier, das Messer gerne an meine Gürtelscheide, also ich meine private Gürtelscheide. Ich würde das am liebsten da reinstecken und dann auch wieder rausziehen, wenn ich es brauche. Und da muss ich jetzt am Hosensack und dann mit dem Gürtelkipp, also ich mache billige Eignung dafür, weil ich wirklich der Meinung bin, dass das cool ist. Ja? Und ich nutze das selber auch, zum Beispiel, ich nutze es auch für mein Wave, da ist auch eine Lampe mit dabei und ein Feuerstahl. Also wie gesagt, ich tue nicht nur Wasser predigen und dann Wein trinken, sondern ich predige Wein und trinke ihn auch. Oder das Wasser. Egal. So, auf jeden Fall siehst du hier einen richtig schönen, fetten Gürtel. Da ist übrigens auch dieses kleine Teil mit dem Kalaschnikow-Messer vorgesehen. Also, das ist wirklich ein fetter Gürtel. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, dass wir das mit diesem Gurtschneider hier einfach nicht durchkriegen. Das glaube ich nicht. Aber, wenn ich da jetzt einfädle und dann... Ja. Dann geht das gut. Das ist übrigens ein Gürtel, den ich mal auf Amazon gecheckt habe. Wie du siehst, meine Schaufensterpuppe hier in der Rheine-Rosen-Werkstatt hat eine Taille, die unglaublich ist. Schau mal her, ich kriege den über meinen Fass nicht drüber. Ein anderes Thema. Aber schneidet wirklich, also das schneidet phänomenal. Schneidet wirklich phänomenal. Dann jetzt, wenn ich jetzt mit den Arbeiten fertig bin, fahre ich wieder ein, würde das dann nachher in mein Holster stecken, das ich halt jetzt momentan nicht habe, weil ich es da gezeigt habe. Das kann schon irgendwie was. Das ist jetzt noch einmal, auch mit dem dazugehörigen Holster. Ich mache immer billige. Ich bin ein böser Kerl, ich weiß. So, Gürtel. Also, noch einmal. Na, ich mache da einen Saustall. Also das schneidet... Ja, du hast die gesehen, also das schneidet dadurch wie nichts. Das ist null. Nada, gar nichts. Es fasert das ganze Material doch etwas auf, aber ich glaube, dass du einfach nicht genug Zug zusammenkriegst über diesen Gurtschneider hier. Kriegst du nicht zusammen, um dieses fette Material hier durchzukriegen. Probieren wir es noch einmal. Aber nein, das geht hier nicht aus. Dafür eben einfädeln. Ja, einfädeln dazwischen und dann nach oben und zack. Und durchschneiden. Also auch das ist null Problem und ich weiß, dass es beim Victorinox genauso wenig ein Problem ist. Und hier habe ich eine wunderbare Textilie und es ist natürlich auch klar, dass es auch mit dem hier tatsächlich, ich meine, da arbeitet man natürlich nicht so, aber auch da, ich meine, das schneidet alles durch, aber Hand aufs Herz, das haben wir sowieso erwartet. Gut. Holz. Ich bin ja kein Freund von Serrated, also von diesen Wellenschliffklingen. Ne? Schau dir das an. Dieser Wellenschliff ist absolut abartig. Nämlich unbrauchbar, um jetzt zum Beispiel ein Stöckchen anzuspitzen, weiß ich nicht, für einen Zelthering oder einen Tarphering. Oder wenn du Würstel grillen willst. Also das ist einfach zum Holzschnitzen nicht cool. Was aber relativ cool ist, ich habe jetzt hier Fichte. Ich wollte eigentlich das Video outdoor drehen heute, aber das Wetter ist unangenehm und im Wald. Ich bin leider momentan nicht auf Waldurlaub, aber das ist traurig für mich, denn da ist niemand und hier in St. Pölten in Niederösterreich, der Großstadt mit 55.000 Einwohnern, läuft andauernd jemand durch den Wald. Na, fürchterlich, aber egal. Dann machen wir es indoor. Aber ich kann dir etwas zeigen und zwar, das Ding hier macht richtig schöne Locken, siehst du das? Das sind richtig schöne Locken. Ich bin davon positiv überrascht, ich bin da drauf gekommen. Ja, das ist ja nicht meine Erfindung oder so, ich bin da drauf gekommen, dass man da extrem schöne Locken machen kann. Und zwar bei einem China-Messer, das ich im Zusammenhang mit
den billigsten oder den unnötigsten Survival-Kit auf Amazon oben beim i klicken. Und da bin ich drauf gekommen, dass diese Serrated-Klinge für das Lockenmachen extrem super funktioniert. Also ich weiß, das haben sie sicherlich nicht absichtlich gemacht, die guten Chinesen, aber das geht super. Das heißt, du nimmst diesen Serrated-Teil hier und machst solche coole Locken. Und ich bin mal, und auch wenn du jetzt sagst, okay, Reini, du kannst das halt. Ja? Nein, ich kann das schon, aber ich habe das auch jemandem in die Hand gegeben aus dem Familienbereich, der noch nie sowas gemacht hat. Und mit dem ist das einfach super einfach, weil du brauchst nur das Holz entlangfahren und es entstehen automatisch diese wunderbaren Locken hier. Das ist wirklich super und das lässt sich dann eben gut einsetzen fürs Feuer machen, oder? Aber da gibt es ein bisschen eine Schwäche dazu, aber das geht auch, dass du hier jetzt den Gurtschneider dazu benutzt, um hier Locken abzuziehen. Das geht besonders gut bei einem Stöckchen von draußen, das schon eine gewisse Rundung mitbringt, aber du schneidest auch hier schöne Locken ab, die man dann als Zunder, als Anzündematerial sehr, 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 sehr gut verwenden kann. Sonst kannst du es natürlich vergessen, weil die Serrated-Klinge, du siehst, da, das macht dir die Oberfläche komplett kaputt. Das heißt, so als Notfallmesser, und genau da sind wir jetzt wieder, als Notfallmesser durchaus brauchbar. Warum? Denn was kann ich mir als Notsituation vorstellen? Dass ich draußen ein Zelt aufschlagen muss und im Nahbereich, es gibt hier ein sehr interessantes Wandergebiet, da in der Nähe, das ist ein paar Kilometer entfernt, in der Richtung die Ochsenburger Hütte, Rudolfshöhe. Und was könnte mir da jetzt passieren? Ja, ich meine, es ist nicht weit weg, ja, die nächste Ortschaft, das ist schon klar. Aber Nebel kommt vielleicht auf und ich finde mich nicht mehr zurecht, bin schon etwas weiter gegangen und brauche jetzt ein Feuer. Dann ist vielleicht das hier auch wiederum eine gute Lösung. Möchte aber auch hinzufügen, da muss ich jetzt auch fair bleiben, ich habe es noch nicht ausprobiert, also könnte man es machen mit dem Victorinox, oder? Das machen wir. Na, das schneidet zu viel. Ja, das geht sich nicht aus. Das schneidet zu viel. Der Gurtschneider hier, der schneidet zu viel, also das kannst du mal vergessen. Nein, keine Möglichkeit. Und jetzt probieren wir mal. Nein, auch das schneidet zu viel. Dieses Teil hier ist einfach ein großartiges Messer. Nämlich, da haben sich die Victorinox-Leute gedacht, wir wollen ja eigentlich ein Schneidwerkzeug machen. Das bedeutet, das hier, mit dem kann ich auch richtig schön schnitzen. Also das funktioniert bei dem Messer, so wie beim Soldatenmesser ausgeführt. Ja? Und dann habe ich halt diesen Wellenschliff, um Textilien zum Beispiel zum Durchschneiden zu bringen. Das ist bei dieser Klingenform hier komplett anders. Schau dir mal an. Auf der einen Seite komplett flach, also wie bei einer Rasierklinge. Dann so ein ganz eigenartiger Wellenschliff. Und auf der Seite ganz fett, ja, der Anschliff. Das heißt, ich glaube, dass das da der Spiegel ist. Und dann hat man da diesen Anschliff. Ja. Das Scandi-mäßige, also das hier, nur halt nur eine Seite. Das bedeutet, das ist extrem aggressiv. Und das macht dann auch, ohne dass ich da jetzt in das Holz wirklich hineinkomme, das macht mir diese Locken hier. Und das ist abartig. Ich sag's dir, das macht Locken, das ist großartig. Und ich glaube, dass ich das auch in einem anderen Video mit Feuerstahl dann angezündet habe. Das kann ich jetzt hier in der Reini-Rossmann-Werkstatt nicht machen, weil dann geht hier da Alarm los. Das wollen wir natürlich nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das kann man mit dem machen. Ich will dir das jetzt nicht verkaufen als Outdoor-Survival-Messer. Nein, ist es nämlich fix nicht. Ja. Nur, ich bin trotzdem überrascht, dass es auch einen Nutzen in Natur, Wildnis vielleicht nicht, aber Natur-Survival-Situationen bringen kann. Nämlich dann, wenn ich unbedingt ein Feuer machen muss, alles feucht ist und ich feines Material brauche, das ich auch mit einem Feuerzeug, gerne auch mit einem Feuerzeug anzünden möchte. Cool. Ja, mein Fazit. Erstens, es schneidet genau das, was es schneiden soll. Funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe auch einen gewissen Nutzen für das Outdoor-Survival, wenn ich Locken machen möchte. Du hast erstmalig als Deutscher die Möglichkeit, ein Out of the Front. Also es gibt auch ein anderes von Microtech oben beim Iklicken. Das ist ein paar Wochen vorher rausgekommen. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht am Messerkanal. Schau auch dort einmal vorbei, wenn dich das interessiert. Aber du hast das erste Mal so dieses Feeling, ja, dieses Oh yeah, dieses OTF-Feeling, das wir Österreicher halt mit auch Spitzenmessern haben dürfen. Ist einfach so. Natürlich wieder billige Eigenwerbung zu unserer Scheide, die wir hier
direkt in der Heini-Rossmann-Werkstatt in Österreich machen und bearbeiten. Und ja, gibt es natürlich auch für andere, ja, für zum Beispiel für einen Wave mit Feuerzeug und einer dazugehörigen Lampe und Feuerstahl und sowieso und überhaupt. Das heißt, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich da unten den Link, wo du mal diese Produkte bekommst. Du bekommst auch diesen OTF bei mir im Shop, das ist Kalaschnikow. Ich finde es absolut großartig und ja, schreib mal gerne einen Kommentar, was du davon hältst. Das war's jetzt wieder. Abo dalassen, sowieso und überhaupt, und es hat mich gefreut. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Ob das wirklich sinnvoll ist, sag's mal. Dein René Rossmann, ciao, ciao.